heißt ja Aqd Nikah. Nikah-Vertrag, so heißt das. Also das Wort wird benutzt. Wieso benutzt man das nicht im normalen Sprachgebrauch? Warum fragst du mich jetzt? Ich sag Ja, dir, nee, da muss doch ein Grund mit der geben. Zeit hat sich Arabisch verändert. Aber ich Das verstehe meine ich doch die trotzdem ganze Zeit. Das meine ich doch auch die ganze Zeit. Früher hat man quasi eine andere Sprache gehabt, indem man vielleicht härter ausgesprochen hat. Wie zum Beispiel, ich heirate sie, ich bumse die. Das Wort heißt Bumsen, Bruder, nicht heirat. Aber man hat Aroganja, es dann. Bruder, ganz Okay, kurz, guck jetzt mal, hast du das. zwei Aussagen. Jetzt hast du zwei Aussagen. Erstens, Guck mal, es der wird nicht mehr Kerim sagt, benutzt. das Es wird bedeutet nicht sogar mehr, ganz kurz. Verlobung. Noch schlimmer. Oh, jetzt ganz Katastrophe. Erst Nee, Verlobung. islamische Ehe, dann islamische Verlobung und dazu noch Geschlechtsverkehr. Guck Also, wo mal, landen wir denn die jetzt? Ehe im Islam ist sowieso nicht zu vergleichen mit der Ehe im Judentum oder im Christentum. Ja, ich Die weiß, Ehe im ich weiß. Islam ist Gar einfach nicht. nur ein Vertrag. Schließlich ein Richtig. Vertrag. Es Genau. könnte auch ein Sexvertrag sein. Genau. Was Ich weiß, gibt's ja was auch. sehen wir jetzt Guck mal. überhaupt? Genau. Bist du Schiite oder Kannst du Sunnite, mich Bruder? bitte Ganz groß kurz. machen? Bist du Schiite oder Sunnite? Nee, ich bin Muslim, Sunni. Ach so, Alhamdulillah. Sunni, okay, alles gut. Und guck mal, Bruder, Gut, ich weil bin Muslim. Mach mich ganz kurz bitte groß. ich mach dich jetzt groß, danach gehen wir auf das andere Thema ein, weil du Ja. meintest, Welches Sura Thema? 855 hat, 855 hat nicht die Bedeutung, wo Ibn Abbas hier selber sagt, die schlimmsten Tiere, die je erschaffen wurden, Ibn Abbas konnte kein durch Allah, Deutsch. durch Ibn Allah. Abbas konnte kein Deutsch. Ibn Abbas hat niemals das geschrieben auf Deutsch. Das ist ja nur eine Wie auf Deutsch, das Übersetzung. ist auf Englisch übersetzt. Ja, aber ich meine, du sagst ja generell. Ibn Abbas hat es ja nur auf Arabisch Aber es ist eine geschrieben. Okay, Übersetzung, Bruder. Darf man jetzt auch nicht übersetzen, oder wie ist da das jetzt? steht's doch. Nein, Da ich steht's sage doch ja auf von Arabisch. Anfang an, man könnte es falsch übersetzen. Ah, Bruder, komm. Das ist jetzt Ja, ich weiß, es wird viel Bruder. falsch übersetzt. Bruder, Es wird bitte. viel falsch Aber übersetzt. macht Lass das mich jemand erstmal groß, dann extra? kommen wir wieder dazu. Macht das jemand extra mit falschem Übersetzen, oder? Nein. Ist doch Könnte man lächerlich, auch bei der Bibel Bruder, ist doch sagen. Könnte lächerlich, man auch bitte. bei Haruts Ei, Argument ei. von letztens sagen, dass Ei, Allah eine Bruder, falsche ehrlich. Übersetzung sei. Das ist Ei, Bruder, ehrlich. Also, Ibn muss man jetzt so Abbas hat weit doch nie gehen. auf Deutsch geschrieben. Ibn Abbas Bruder, al-Almani. na, es gibt Grenzen, Bruder, wirklich. Also, dass man sagt, die übersetzen extra falsch. Also, es gibt Grenzen, Ich habe wirklich. nicht Also, gesagt, bitte. du tust gerade Wörter in meinen Mund. Ich hab nie gesagt, die extra. Aber Ich Bruder, man sag dir kann einfach, übersetzen. ich sag dir Arabisch doch kann einfach. man doch übersetzen, Bruder. Man kann doch übersetzen. Warum immer diese Aussage? Man kann Bubenheim, alle Arabisch. Yahudi. Dieser Bruder, Yahudi Bubenheim, der Adler, Habibi, hat ganz kurz, Bruder. Wenn man doch Chinesisch und viele andere Sprachen aus dem tiefsten Afrika, im Amazonas, wo auch immer, Indianisch, wenn man alles übersetzen kann, wieso nicht Arabisch, Bruder? Das ist auch eine ganz normale Sprache. Es gibt Aber ich habe Aramäisch, nicht gesagt, Hebräisch, man alles kann darf man nicht übersetzen. übersetzen oder man soll nicht übersetzen. Ich habe einfach Bruder, gesagt, Hebräisch ist noch sogar noch komplizierter jetzt. als Arabisch, Hebräisch. Noch komplizierter, sogar das kann man übersetzen, Bruder. Jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier gucken sollten. Diese Webseite gibt es genug halt. Ich habe jetzt das irgendwie deutsch-arabisch gemacht. Ein Nikah, das steht dann hier so in Klammern. Das Wort wird ja auch im Koran benutzt. Genau, heißt Das Bumsen. Heiratsvertrag der Ehe. Der Ehe. Ja, wird eh, aber es kommt vom Bumsen. Heirat. Ey, von wo das kommt? Ja, es kommt vom Es kommt. Bumsen. Es wurde Es kommt. aber Es danach kommt. verwendet für Heirat, aber es kommt vom Bumsen, Bruder. Das weißt du doch selbst. Es wurde nicht von Anfang an für Heirat benutzt. Das Wort bedeutet wortwörtlich, ich knall sie. Sei doch ehrlich, Bruder. Nein, das musst du mir jetzt zeigen, bitte. Ich habe Kurzzeit, Ehemann. dir jetzt Quelle gezeigt. Du hast mir nichts gezeigt. Bruder, es ist doch in der Sprache, das hast du doch selber vorhin zugegeben. Ich habe gesagt, kann so bedeuten. Nein, dieses Wort Nik heißt Ficken. Und Nikah. Es kommt doch von dem Wort. Das ist wie wenn ich sage Lügner, Heuchler, gelogen. Es ist alles Bruder, dieselbe Wurzel. Guck mal, okay, Lügen, gelogen, Lügner. behalt mal bitte diesen Argument. Behalt mal diesen Argument. Harut, komm bitte zum nächsten Punkt, weil das hat auch was damit zu tun. Da wirst du auch gleich verstehen. Ja, wir haben gerade Ibn Das Abbas kannst du auch dazu gerne. gelesen. In Sure 8, Vers 55. Dass Ibn Abbas selber sagt, die schlimmsten Kreaturen, die schlimmsten Tiere, die Allah je erschaffen hat, sind die Ungläubigen. Die Banu Qurayza und andere Genau. halt. Also Banu Qurayza und andere, die nicht an Muhammad, Frieden und Segen sei auf uns, glauben. Genau. So, dann habe ich den Bruder da erzählt. Ich weiß nicht, wer jetzt geredet hat. Ich meinte dem, es kann ja nicht damit Tiere gemeint sein, weil wie kann ein Tier Moslem oder Christ oder Jude oder Atheist sein? Nein, Habe ich den gesagt? es wird verglichen. Wir werden verglichen, ja, Nein, wie die wo steht da, schlimmsten. Christen sind wie Dawab oder Juden sind wie Dawab? Zeige ich Steht dir.
Ja, ungläubig Malzitiere. begehen. Die ungläubig begehen. Da steht nicht, die Christen sind wie Tiere oder Juden sind wie Tiere. Oder da wird ja nichts verglichen. Da wird nur Warte, ich gesagt, zeige dir. das ist wie wenn ich Okay, sage, ich habe eine Leute, die Frage. Ich Mord habe eine begehen. Frage. Wer sind die Banu Qurayza? Banu. Sind das Buddhisten oder sind das Jesiden oder sind das Chinesen oder sind das Juden? Ich behaupte mal, das waren, glaube ich, Nasara. Wenn ich Banu nicht. Qurayza? Ja, wenn ich nicht falsch liege. Welche das hier? Ibn Abbas sagt, die schlimmsten Kreaturen, Tiere, yani, wie Tiere verglichen, die Allah je geschaffen hat, sind die Banu Qurayza und andere, die nicht an Muhammad glauben. Und wir können nachschauen, wer die Banu Qurayza sind. Kann ich ja hier eintippen. Danach gehen wir vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, zu Jajuj und Majuj. Das ist richtig eine Juge, geile Juge, Aussprache, Mann. Juge, Juge. Juge mal, Juge. Guck mal hier. Die Banu Qurayza waren zusammen mit den Banu Kainuka und den Banu Nadir, eine der Ja. drei einflussreichsten Jüdischen. Ah, okay. Hey Leute, buddhistischen, nein, Entschuldigung, jüdischen Stämme Yathribs. Ich muss kurz was loswerden. Wisst ihr, wie unangenehm mir das war, damals, als ich Muslim gewesen bin, mir diese Wikipedia-Beiträge und so durchzulesen über sowas und diese Bilder dabei zu sehen? Da habe ich immer so gesagt, so, Audhubillah, ich darf mir das Bild nicht angucken, vielleicht ist ja Mohammed darauf, aber Mohammed und die Sahaba haben sie meistens immer so mit weißen Gesichtern, ja, genau da. Mit so weißen Ja, Gesichtern haben die Massaker. das immer so geworfen. Und trotzdem war mir das immer so unangenehm, weil ich habe immer gedacht, was sind das denn für Bilder? Und das sind ja die Mal, was einzigen, die die. existieren, das ist ja so persische Bilder. Und guck mal, was dieser Abi dazu sagt. Dieser Abi, Ibn Abbas Abi, sagt, dass diese Banu Qurayza und andere, die nicht an Mohammed glauben, die schlimmsten Tiere sind. Sura 98,6. Erstmal Koran oder direkt Tafsir? Nee, Koran. Bruder, normal ist am besten immer Tafsir, damit die sehen, wie es ausgelegt wird, weißt du? Sonst heuchelt man, deswegen. Richtig. Tafsir ist immer am besten, Bruder, immer am besten. Immer nur Tafsir und Hadith lesen, Richtig, ja. fertig, Bruder, mehr brauchst du gar nicht, weil Tafsir ist doch die Auslegung, das ist sehr, sehr wichtig, Bruder. Nochmal, Bruder, 98, Ayat. Aber dort. Welche Ayat, Bruder? Ach so, frag 98? mich. Al-Anfal, Sura Kapitel 8, Vers 55. Nein, nein, irgendjemand hat gesagt, Bruder, geh mal Sura 98, Vers, habe 96, ich ach nicht so, gehört. 96,6 habe ich gesagt. Okay. Gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Astaghfirullah. Gewiss Warum ist Allah diejenigen so den böse gegen die Leuten Ungläubigen der gegen uns? Schrift und Götzen in die Wo ist deren böse? Das ist doch auch bei euch in der Bibel. Götzendiener kommen in die Hölle. Ja, aber bei Bruder, uns du gibt warst es schon kein mal alle Schicksal. Geschöpfe beleidigt? Nein, bist du nicht. Bitte, nochmal? Manche, nee, gell? Warte mal. Gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift und Götzen. Nee, ich meine, Götzendiener kommen auch in der Bibel in die Hölle. Ja, richtig. Aber Das bei ist uns jetzt gibt kein es nicht Argument. dieses Schicksal. Ja, das ist, bei uns gibt es aber nicht dieses Schicksal, weil im Koran gibt es, Ich rede Allah nicht von leitet, wen Schicksal. er Du will sagst, und leitet auch. gerade Ah, warte, Allah der ist ist jetzt Gott Sunni. Warte, warte, ich gewinnen. habe einen geilen Hadith für ihn. Warte mal, warte mal. Warte, ich muss ihn suchen. Ich schicke dir privat, Tarot, warte. Wir waren gerade eben bei Nikah, jetzt sind wir bei Götzendiener kommen in die Hölle und das soll schlimm sein, aber es steht auch genauso in der Bibel. Götzendiener kommen auch Oder in die können wir Hölle. aber bei Ja, Koran bleiben, Bruder? Können wir im okay. Koran Aber bleiben? warum sind wir die schlechtesten Geschöpfe? Wer seid ihr? Erklär das mal bitte, ihr. Kein Netz, bitte, Jungs. Manche der. Doch, die Gläubige sind, wie Nicht wir alle manche. müssen Futuren. Zählt es hier bei dem Vers hier alle, oder? Ich weiß nicht, also Harut backt ein bisschen bei mir.
weil bei mir steht manche. Manche der. Ja. Waren wir nicht gerade eben bei Sure 8, Vers 52 oder 55? 55. Oder? Genau. 8, 55. Ich glaube, ich habe die falsche gerade aufgemacht. 8, 55. Hallo, dein Internet ist schlecht, Bruder. Sure 8, Vers 52. Ja, warum steht bei mir nichts von Tiere? Ja, weil ich habe denen das doch erklärt. Dawab an sich, wortwörtlich, heißt Tiere. Aber dann habe ich denen gesagt, Tiere können doch gar nicht religiös sein. Also ist das nicht damit gemeint? Bei mir steht zum Beispiel Lebewesen. Genau. Und, Lebewesen. Und Dawab, dann habe ich denen gesagt, Dawab kommt von das Wort Dabba. Und Dabba ist alles, was auf der Erde läuft. Heißt, wenn wir das, wenn wir jetzt dieses Wort nehmen, wahrlich, die schlimmsten Kreaturen, die auf der Erde laufen, bei Allah, sind diejenigen, die ungläubig begehen. So würde es doch Sinn machen. Ja, bei mir steht so. Oder nicht? Bei mir steht so. Lebewesen. Lebende. So habe ich das von Anfang an gesagt. Ja, ja. Ich. Weil es wäre jetzt nicht logisch, oder es würde nicht mal Sinn ergeben, wenn da Tiere stehen würde. Nee, woher soll ich bitte wissen, ob ein Tier Moslem oder Christ oder Jude ist? Tiere sind sündenlos. Die machen was, wie sie erscheinen. Aber die Araber, die sagen zu Tiere Dawab, weil die einfach nur laufen, fressen auf der Erde halt. Ja, ja, ja. Und das sagen die aber auch nicht zu Vögel. Zu Vögel sagen die Tair. Alles, was fliegt, sagen die Tair. Die sagen da gar nicht. Aber bitte sag mir nicht, du willst jetzt Google-Übersetzer benutzen. Achso, das bedeutet, ich bin Google dabei. Kann nicht Arabisch übersetzen, richtig? Google kann nicht Arabisch übersetzen. Doch, na, klar, mach. Mach mal, ich will mal wissen, was da rauskommt. Mich interessiert das jetzt auch. Weil Ibn Abbas hat ja auch gesagt, dass wir die schlimmsten Biester sind. Biester hat er übersetzt. Mit Biester. Ibn Abbas hat keine Ahnung. Biester kannst du auch mit Haiwanat auch übersetzen. Welches Suche steht denn Affen und Schweine? Irgendwo steht es doch da auch, oder? Weil ein Biest, ich würde sogar sagen, ein Biest ist sogar noch schlimmer als Tier. Ah. The Beast. Was sagt Ibn Abbas? Ibn Abbas hat keine Ahnung. Der soll von dir werden. Ali, aber die meisten Muslime sagen einfach, Ibn Abbas ist noch nicht mal Muslim. Ja, die hassen den. Nein, ist Quatsch. Aber wo ist jetzt das Problem? Dann wurden halt Ungläubige als Biest bezeichnet oder was auch immer. Ja, aber findest du, dass ich jetzt ein Biest bin? Findest du, dass Jesus die Frau da als Hund bezeichnet hat? Wieder die Bibel benutzen, nein, um den Schlamassel. Genau, aber wieso lenkst du ab? Wieso lenkst ich du ab? Lenk wieso? Mich ab, das genau. Lass uns doch, nein, lass stell dir mal vor, die Bibel Regel haben. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ganz nicht kurz, mal ablenken. Guck mal, wir kommen auf dieses ganz Thema. Dann. Bleib doch bei dem Thema jetzt. Ganz kurz, ja, ich bleib beim Thema. Versprochen. Ganz kurz. Lass uns eine Regel machen. Dauer, lass uns kann eine man nicht Regel übersetzen. Machen. Google kann wenn man nicht du, übersetzen. Google. Ganz kurz bitte. Wenn ihr gegen etwas seid, was im Koran steht und genau dasselbe steht in eurer Bibel, du hast doch warum keine darf Ahnung ich von dann der nicht Bibel, von der, warum darf ich dann nicht von der Bibel? Nee, weil du keine Ahnung hast davon. Das ist das was hat daran. Das mit Ahnung? Ich bitte dich, komm. Du hast wirklich nicht keine Ahnung über die Bibel. Lass uns doch jetzt über hättest das reden. Hättest du zu Jesus Zeit gelebt, wärst du auch nicht ein Hund, weil Jesus hat gesagt. Warum switchst du jetzt bei Jesus? Lass uns doch jetzt über das reden, über Biester. Warum ist jetzt Harut für dich ein Biest, ein Haiwan? Weil das da steht. Er ist nicht für mich ein Biest, sondern für Allah ist er ein Biest. Aber ein Haiwan. Für dich auch, weil du glaubst ja daran. Also ist er für dich auch ein Haiwan. Aber ja. Dann muss so ich da steht. Das ist ja wiederum falsch. Dann müsste hier ja. In meinem steht jetzt Lebewesen oder Lebende. Aber hier. Dann müsste hier Biest stehen. Wenn du nach Google gehst. Steht aber auch. Da steht Tier. Das ist auch wieder falsch. Mhm. Ja, aber die wollten halt unbedingt diese Abu Khanjar. Abu Khanjar. Ja. Guck mal, wir sind der hier. Das ist ein Haiwan, das ist ein Biest, genau. Also ein ganz ekelhaftes Geschöpf. Also Harut sieht nicht so aus, Bruder. Also ist Bart ist ein bisschen ähnlich. Bart ist ein bisschen ähnlich, Bruder, aber alles andere nicht. Das bin ich. Das ist Adler. Das ist Adler. Adler, du schlimmer. Und das ist Abu Khanja, der hier. Ach, du bist genau. Assalamu alaikum. Gott sei Dank kommt da nicht Gandalf raus.
Pass auf, hier ist auch meine Frau. Guck mal, wie schön meine Frau aber ist. Aber warum ist deine schön, Bruder? Bin. Das ist aber unfair, Bruder. Ach, das ist wunderbar. Hat sie das gehört auch, oder? Haram, Bruder, haram. Ich habe sie, hab sie zwangskonvertiert. Ihr wart ihr vorher bei Sura 855 oder wo wart ihr vorher? Ja. Ach, sind wir ja, eigentlich bei, schon, bei meiner Übersetzung steht schlimmer als das Vieh, keine Ahnung. Ja, das steht überall was anderes. Aber Vieh ist für mich genauso schlimm, ja, weil kein Mensch. Bei mir steht Lebewesen. Sind wir mal ehrlich, ein Biest zu sein ist doch viel besser als ein Hund. Ist dein Ernst? Biest sieht sogar gefährlich aus. Ein Hund. Ach so, für dich Hauptsache gefährlich. Eine ist es dein Ernst gerade? Bruder Abu Khanjab, das hat einen Sinn, das hat einen Sinn. Guck mal jetzt, wir zeigen, was er damit meint. Aber guck mal, dein Argument ist, warum hat Allah... Nein, warte mal. Wir gucken jetzt, guck mal. In Sunan ibn Majah, Nokia 3210, steht geschrieben, es wird zitiert von Abu Dar, ja, der Abu Dar ist ein bisschen eng durchstrieben, Dar. I asked the messenger of Allah, SAW, Radiostation, about the all black dog. And he said, der schwarze Hund ist ein Shaitan. Was gegen schwarze Hunde? Hunde sind generell erstens die besten. Darf ich denn mal was fragen? Ganz schön. Schwarze Hunde, ja, stimmt. Ja, viele Orientale. Abu Khanjab, der schwarze Hund ist der Shaitan. Oder aber bei euch also, immer eine Frage, also heute sagt man dazu Black Dog. Ein Black Dog, ja. Black Dog. Alimo werden im Koran. Und wie wurde, als was wurde euer Shaitan bezeichnet in der Bibel? Nicht als Schlange? Oder irre ich mich? Harut, ich würde gerne. Was habt ihr gegen Schlangen? Hier, schwarzer Hund. Du verstehst du, das sind keine Argumente. Black Dog. Nein, das ist, guck mal, wie lieb der ist. Das ist der Shaitan? Na, also ich mag Hunde generell nicht. Ach, du magst Hunde generell nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es sind ja fast immer wirklich nur so Migrantenleute und so und Leute wie ich und Türken und sowas alles, die Angst vor Hunden haben, ne? Meistens Muslime. Ist schon komisch, ne? Ja, guck mal, aber wieso? Shaitan hat seine Hand auf Menschenhand gelegt. Abu Hanjad. Weißt du was? Ich sage ja immer, die Religion prägt die Kultur der Menschen. Die Religion prägt das Denken. Die Religion Adler. Prägt... Ja. Ich habe eine Frage an den Bruder. Guck mal hier, Adler. Shaitan hat körperlichen Kontakt mit einem Najis, mit einem Ungläubigen. Ein Wussach. Mit einem Chinsir. Ein Wussach. Darf ich den Bruder was fragen? Ja, bitte. Ganz kurz nur. Mach mal Sura 8, Vers 11 auf, bitte. Ich will mal eine Frage an Alimo stellen. Ich wollte den Bruder was fragen. Danach komme ich bitte wegen Sexspielzeug und das vorlesen. Ist das eure Taufe im Islam? Was ist das? Also, schließ mal. Sura 8, Vers 11, richtig? Ja. 8, 11, oder? Genau. Also bei meiner Übersetzung ist es wie so eine Taufe sozusagen für Muslime. Taufe. Kann man meine Kamera überhaupt sehen? Ja. Ja, sieht man. Ist das nicht die Bibel? Ja. Ich selber kann es irgendwie nicht sehen. Keine Ahnung. Komischerweise. Das ist die Bibel, glaube ich, oder? Ja, genau. Aber hier, guck mal, zum Beispiel hier. Wurde mit der Bibel. Erstmal eine Frage. Wieso kommst du denn jetzt mit der Bibel? Guck mal, ich habe doch gesagt, wenn du was gegen meine Schriften hast, aber was du, das steht auch in deiner Bibel drin oder in deinen Büchern, dann dürfte ich doch aber Allah hat die Bibel geschickt. Allah hat die Bibel geschickt. Was machen wir denn dann jetzt? Genau, jetzt haben wir ein Problem. Die Schlange war listiger als alle. Aber ganz kurz, aber jetzt haben wir ein Problem, Bruder. Was denn? Allah hat doch die Bibel geschickt, oder? Die Bibel ist doch Allahs Wort, oder? Erzählt was holistisch. Wieso versuchst du deinen Koran mit der Bibel zu verteidigen? Du musst doch deinen Koran mit dem Koran verteidigen. Das ist nicht verteidigen. Du erzählst was von Listigkeit. Guck mal. Warum bringst du immer sowas als vergleichbar, wenn ich dir jetzt sage. Nein, Bruder, guck mal, du kommst immer mit so. Guck mal, das Problem ist, wenn du willst, gibt es Vergleiche in der Bibel und wenn du willst, gibt es keine Vergleiche. Wegen 72 Jungfrauen. Zeig mal in der Bibel, dass wir 72 Jungfrauen bekommen. Yallah. Ja, du machst
doch immer wirklich gerne. Du machst doch schöne Vergleiche. Hast du die PDF von Hamdi gezeigt, Habib Al-Ali? Ich kann dir 300.000 Frauen hatte. Ich kann dir zum Beispiel aber zeigen, wo David, keine Ahnung, mehr als 12 Frauen hatte. PDF von Hamdi oder von Abu Hamdi? Dachte Abu Hamdi seine PDF oder wo hast du die? Ja, entweder auf zu spammen oder ich muss sie sperren. Das ist, sorry, aber das ist so. Bruder, lass uns doch immer sachlich bleiben, nicht immer switchen. Weißt du, du siehst wie eine Reserve, immer von hier, Bruder, bis dahin. Wie eine Gazelle springst du, Bruder. Nein, nichts pure Logik, Bruder. Doch, du verstehst die Bibel. Nein, du verstehst die Bibel nicht. Hatte doch was dagegen, dass unser Allah sagt, die Götzendiener kommen in die Hölle. Dann habe ich ihm gesagt, okay, aber in deiner Bibel steht doch genau dasselbe. Wo ist das Problem? Bruder, wenn in deiner Bibel sagt, der erste Gebot, wenn in deiner Bibel sagt, Gott die Bibel an. Nicht als Biester bezeichnet. Bruder, sei doch bitte Christ, dann nimm doch bitte die Bibel an. Wird doch einfacher für dich. Das steht ja auch genauso in der Bibel, sagst du alles. Dann nimm doch die Bibel an. Wo ist denn das Problem? Versteht? Bitte nicht genauso, was im Koran steht in der Bibel. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, wenn du was gegen meinen Koran hast und das steht in deiner Bibel, dann bist du doch auch gegen deine Bibel. Hallo. Guck mal, im Koran ist jetzt angekommen. Hallo, hörst du mich, Bruder? Hallo? Ich hoffe, es ist jetzt angekommen. Ja. Hallo, bist du fertig, Bruder? Ja, ich habe manchmal nicht so gutes Netz gerade. Aber ich höre schon. Ah, okay, weil ich habe mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich nicht so, weil ich habe dich gar nicht mehr gehört. Ja. Leute, ganz kurz, ich habe eine Frage an den Ricky Love. Könnt ihr kurz still sein, weil ich will über den Sexspielzeug was vorlesen. Könnt ihr kurz ruhig sein? Ich habe jetzt keinen Bock. Kein Bruder? Nee, ich glaube, der ich höre dich nicht, Bruder, dein Netz ist nicht so gut. Ich möchte kurz was vorlesen. Es ist natürlich sahih, dass eine Frau wie ein Sexspielzeug ist. Also, das wäre echt nett, wenn ihr alle zuhört. Also, das wäre sehr, sehr wichtig für mich. Damit wir so die Stellung der Frau ein bisschen näher kennenlernen. So, ich glaube, die Zuschauer. Soll ich öffnen, Bruder, oder willst du nur vorlesen? Wegen was, genau, Bruder? Soll ich öffnen hier oder willst du nur vorlesen? Du hast die auch. Ach so, wegen des, was ich gerade gesagt habe, meinst du? Nee, wenn du mir die Nummer nennst, kann ich es öffnen, wenn du willst. Ach so, Sahih Bukhari, Bruder? Ja, genau, machst du es, Bruder, besser, genau. Sahih Bukhari? Ich werde von diesem Namen Sahih heute noch. Dann kommt ein Bruder Nico und heißt auch noch Sahih. Oder du bringst mich um, ehrlich. Ich kann nicht. Du kannst da hin. Ich habe auch Hadithe geschrieben, Alimo. Bruder, stell dir mal vor, Alimo, stell dir vor, du gehst Döner essen, ne? Aber nee, Shawarma, ne? So arabische. Die sagen, was möchtest du sagen? Ich möchte einmal, der sagt ja, okay, Sahih. Und du was? Ich würde ihn in den Spieß reinsetzen. Ich möchte nicht. Weil, Bruder, das Wort Sahih hörst du sehr oft, das sage ich selber sehr oft. Das heißt einfach nur richtig. Ey, Abu Kanja, kein Spaß. Ne? Ich schwöre dir, seit ich da in dem Stream bei euch bin, weiß ich nicht mehr, welches Vers war, welches Sahih Bukhari war, weil ich immer mit sowas kommt. Ich weiß nicht, wo das hingestanden. Heute habe ich mir dreimal überlegt, wo steht denn das nochmal? Ich bin einer normal, der kennt sich nur mit Koran aus. Heute bin ich vorher irgendwann bin ich durcheinander gekommen, habe ich gedacht, wo stand das? Ja, da hat der Haruk mir wieder was gezeigt oder ist das jetzt vom Koran gewesen? Richtig. Richtig. Jetzt stell dir mal vor, irgendwann, Bruder, man sagt sogar zu dir Sahih Al-Imur. Ja, natürlich. Gibt's nicht echt. Ach, ich, wohin? Ah, Harut, Bruder, tut mir, ich hab dich vergessen. Harut, ich geb dir die Stelle. Also, Sahih Bukhari. Ja. Ich weiß, Alimo kann sich hören. Buch 54. Welche, aber kennst du die Nummer? Die Nummer bei Sunnah. Hadith 460. Ich finde doch sehr, sehr schön. Herr Usibillah, was kommt da jetzt wieder raus? Ja, wirst du jetzt sehen, was jetzt kommt, Bruder. Ja, ja, gut. Da kommen wieder Engel und so ins Spiel. Warte kurz, Brudi. Mach ein bisschen größer. Mit deinem Wodka und sowas, nein, oder? Oder Karotte? Abu Huraira, warte. Ja, Allahs Prophet, warte. Schau mal. So, mein Text ist ein bisschen größer. Schau mal behaupten, dass das. Lies mal erstmal vor, Bruder. Lies mal vor. Abu Huraira said, a man or a woman used to clean the mosque.
A sub-narrator said, most probably a woman. Then he narrated the hadith of the prophet. Mhm. Übersetzt mal für die Leute, damit die verstehen. Ja, also es wird zitiert von Abu Rafi, dass Abu Huraira sagt, ein Mann oder eine Frau putzte die Moschee oder machte die Moschee sauber. Nee, okay, das ist dann falsch, das ist ein Bräunebuch. Ne? Ist das das? Weil es ist Buch 54, Bruder, da musst du vielleicht extra eingeben. Das Problem, wie viele Bücher? Ah, okay. Die haben viele Bücher, Bruder. Manche sind nicht mal zugänglich hier in Deutschland. Die gibt es hier gar nicht. Die gibt es nur in arabischen Ländern, viele von denen. Richtig? Ja, ja. Boah, wow, weißt du, wie viele es noch gibt, Bruder? Die kennen wir noch gar nicht. Geh mal, guck mal ägyptisches Fernsehen an. Die Araber, also, die nehmen alles auseinander. Sahih, oder? Ja, yeah, Sahih Bukhari ist doch Sahih, Bruder. Nein, nein, Sahih ägyptisch, oder? Sahih. Sahih Misr. Sahih Misr. Sahih ägyptisch. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ja. Sahih Kanal. Hier haben wir es gefunden, jetzt. Jetzt haben wir es gefunden. Okay, Bruder, geht drauf, Bruder. Also, narrated by Abu Huraira, Allah's Apostle said, if a husband calls his wife to his bed, also absolut, wenn ein Ehemann seine Frau ins Bett ruft, um mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Soll ich auf Deutsch vorlesen, Bruder? Lass kannst du gerne machen, ja. Ja, ja. Also Leute, bitte alle zuhören. Alle bitte zuhören. Okay? An alle 160 Leute bitte zuhören. Es geht um die Frau und um den Mann, also um Ehemann und Ehefrau. So. So. Allahs Prophet sprach, wenn der Ehemann seine Ehefrau für Sex zu sich ins Bett ruft und sie sich weigert und ihn in Wut schlafen ließ, werden die Engel Allahs sie bis zum Anbruch des Morgens verfluchen. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Das heißt, an alle Frauen hier, ihr müsst den Mann so oft geben, so oft er will. Wenn er sagt, jetzt, yallah. Ihr könnt nicht sagen, nein, ich möchte nicht. Na doch, natürlich kannst du das sagen. Echt? Warum wird sie dann verflucht? Ja. Nee, das ist, die kann ja so, nicht einfach so ablehnen ohne Grund. Wenn die zum Beispiel eine Periode hat. Jetzt gibt es wieder dein Tafsir. Bruder, jetzt nehmen wir dich Sahih Riki Lauf. Es gibt auch Hadithe. Ganz gut. Ist doch ein Hadith, Bruder. Bruder, es gibt immer ein Aber, das verstehe ich nicht. Ich kann dir doch auch Hadithe zeigen. Wenn eine Frau ihre Periode hat, da darf auch nicht der Mann mit ihr Geschlechtsverkehr haben. Das steht im Koran. Oder wenn sie zum Beispiel erschöpft ist, sagen wir mal. Aber da geht es gar nicht, aber da geht es nicht um das, Bruder. Du hast gesagt, sie darf ja, nicht, sagen wir mal, sie hat nicht ihre Tage. Okay, dann möchte jetzt mit der bumsen. Er sagt, yalla, mach. Die sagt, nein, ich möchte nicht. Einfach so, sie will nicht. Was machen wir jetzt? Sie will nicht. Sie ist ein Mensch, sie will nicht. Dann so, wie es im Hadith steht. Dann ist es genauso. Stimmt, oder? Genau. Findest du das aber normal? Ich Bruder, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch nicht normal, nee, sowas. Das ist nicht Wahnsinn. Bruder, wenn sie ihre Beine nicht breit machen will für dich, dann will sie nicht. Das ist nicht normal. Bruder, das ist nicht normal. Du bist nicht relevant. Guck mal, die Leute hören dir zu. Habibi, das ist nicht normal. Die Frau sagt, nein, nein, was? Ja, was? Die wird verflucht vom Engel. Bruder, schweig mal ganz kurz, schweigen. Ihr seid doch gegen mehrere Frauen heiraten. Richtig oder nicht? Bleib doch beim Thema, Bruder, bitte. Ja, ich komme zum Thema. Okay, man darf nicht, es ist schlecht, mehrere Frauen zu heiraten. Man heiratet eine Frau, laut eurer Bibel. Darf man sich nicht scheiden. Jetzt, diese einzige Frau, man darf keine andere heiraten, man darf kein Unzucht machen. Wohin schweifst du wieder, Bruder? Wohin schweifst du wieder? Haben die gestern erklärt oder heute mal? Genau das, was wir haben gesagt, erzählt der Kapitän sie auch. Ich weiß, Bruder, dieses Philosophie. Ja, aber Bruder, bist du nicht auch ein Mann? Bruder, wenn die Frau nicht mit dir knallen will, dann will sie das nicht. Punkt, Mann. Bruder, wir halten. Er will es erklären. Warte, wir geben ihm die Chance zu erklären. Hier, nimm wieder die Bibel. Dankeschön. Warum jetzt die Bibel? Ja, ihr nehmt doch immer die Bibel, um diese Schlamassel zu erklären. Nee, gerade nehme ich nicht die Bibel. Gerade nehme ich eure Aussagen. Darf ich dich was fragen, Bruder? Wie heißt du oder wie kann ich dich nennen, damit du weißt, wen ich frage? Kannst du mich Gabalti nennen. Wie? Gabalti kannst du mich einfach nennen. Schau mal, ich frage dich jetzt ganz was nochmal. Nenn mich Sahih. Sieh genau, Sahih. Okay, Sahih. Ciao. Ich will dich nur was fragen. Ich bin selber Muslim. Ja. Wieso nimmst du diesen Hadith an? Ich will dich nur
Nur einfach so fragen. Wieso? Weil es authentisch ist. Warte, zu wem authentisch? Also zu was authentisch? Zu Sahih Bukhari. Weil es wäre doch heuchlerisch, wenn ich paar Hadithe annehme und die andere lasse. Warte, aber sagt nicht unser Prophet, du sollst die Hadithe annehmen, du kannst die Hadithe annehmen oder sowas ähnliches, die was sich auch mit dem Koran übereinstimmen? Nochmal bitte? Es steht auch nicht in den Hadithe, dass du die, wer über mich lügt oder irgendwelche Sachen erzählt. Ja, ja. Ja, und wie... Ich weiß, wo mit, ja. Aber... Wer ist Bukhari? Wer ist denn Bukhari? Wer ist das? Wer ist das? Bukhari ist ein Imam, ist ein Mensch, ein Imam, der hat Hadithe gesammelt. Okay, und wir können alles nehmen, was er geschrieben hat? Wenn es Sahih ist, er hat mehrere Bücher und eins davon ist Sahih Bukhari. Bukhari heißt ja schon Sahih, aber ich frage, müssen wir alles annehmen? Nein, warte, du verstehst das nicht. Bukhari ist sein Name. Ja, nein, nicht Bruder, guten Appetit. Nein. Harut, guten Appetit. Bukhari Bruder. Ist nicht sein Name. Nein, Augenblick ist es. Das ist der Adler. Das ist der Adler. Bisschen Aydan. Bisschen Schoß, aber lass uns überlegen gegen den Sonnen. Wir haben dich unterbrochen, Bruder. Bruder, nicht ablenken. Genau. Ich frage dich aus dem Grund. Wenn du jetzt behauptest, dass Bukhari alles in seinem Buch, was er, wir haben ja noch nicht mal ein Buch von ihm, das Originale gibt es ja gar nicht, aber nehmen alles an, was er geschrieben hat. Hat der gar keinen Fehler gemacht? Bist du nie drauf gekommen, der hat vielleicht einen Fehler gemacht? Ich weiß, was du damit sagen willst. Aber Sahih Bukhari es gibt ja eine Regel bei uns. Auch wenn sogar Ibn Taymiyyah oder irgendeine andere Gelehrten kommen und sie würden irgendwas behaupten, ja, wir würden danach fragen. Du musst kein Imam sein oder irgendein, der Ulama sein, damit du nach Beweise fragst. Wer entscheidet jetzt, dass es Sahih ist? Wer entscheidet das? Sahih Bukhari hatte auch Gelehrten. Und diese Gelehrten haben das überprüft. Zum Beispiel, dass ein Hadith Sahih ist, gibt es 5 Bedingungen. Dass der Sanad vollständig ist. Wie viele Quellen haben wir denn? Wie viele Sahih? Wie viele Hadithe gibt es denn? In Sahih? Nein, allgemein, ja. Wie viele? Es gibt Sahih Muslim und Sahih Bukhari. Das sind Bücher. Lass mich dir das ganz kurz erklären. Es gibt sehr viele Imame, die haben, zum Beispiel Ibn Majah, Dawud, Ahmad, die haben Hadithe gesammelt von den Propheten. Davon sind manche daif, also schwach. Davon sind manche auch ganz gut. Davon sind manche auch Sahih. Aber jetzt Sahih Bukhari wollte ein Buch machen, wo nur Sahih Hadithe drin stehen. Okay. Das ist der einzige Unterschied. Von 600.000 hat er ja 5 genommen, glaube ich. 5.000. Ja. Und die 6.000 Hadithe hat er weggeschmissen. Nee. Sahih Muslim genommen. Die, was er nicht genommen hat, hat dann Tirmizi genommen. Die, was er nicht genommen hat, der andere genommen. Und wie viele? Nein. Die Hadithe wurden nicht aufgeteilt. Das ist nicht so eine Aufteilung. Du nimmst jetzt das, der nimmt jetzt das. Ja doch, bei Muslim steht was anderes wie bei Bukhari zum Beispiel. Welche soll ich jetzt nehmen? Wir sind hier nicht in der Bibel. Einfach kopieren. Nein, Copyright. Das ist einfach nicht einfach hier nehmen und dann da kopieren. Sahih Muslim hat auch Sahih Hadithe genommen. Sahih Bukhari hat auch Sahih Hadithe genommen. Du als Sunnite sagst, die Christen haben so viele Bücher, da steht da, das, aber das Gleiche machst du doch gerade auch mit 40, 50, 100.000. Wir sagen nicht, ihr habt viele Bücher, wir sagen, ihr habt viele Bibelvisionen. Das ist was anderes. Wie viele Hadithe? Gibt es insgesamt? Ja. Ich will die Zahl. Ganz viele. Ich kann dir jetzt keine Nummer sagen. Aber wie kann das sein, dass eine Religion aus etwas besteht, wo ich nicht weiß, wie viele Bücher ich habe oder wie viele Hadithe es gibt? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch dann keine Religion mehr. Hadith ist doch keine Religion mehr. Du willst mir sagen, Bukhari hat keinen Fehler gemacht, aber der Prophet Mohammed hat Fehler gemacht. Wie geht denn das? War der besser als Prophet? Wo hat Prophet Mohammed Fehler gemacht? Es steht im Koran. Guck, das ist das Problem. Du musst erst den Koran verstehen, bevor du überhaupt auf die Hadithe. Aber was hat das? Ich sag ja nicht, Sahih Bukhari ist sündenfrei. Oder er hat nie Fehler gemacht. Er war auch ein Mensch. Aber in diesem Buch, es gab 5 Bedingungen, heißt, er könnte keinen Fehler machen. 2 + 2 ist 4. Kannst du da einen Fehler machen? Du musst dafür kein Propheten sein. Wenn du jetzt ganz kurz,
Ganz kurz, warte kurz, Gabalti. Und zwar der Alimor, mit dem du sprichst, der nennt sich Muslim, aber er glaubt nur an den Koran. Jetzt musst du ihm erstmal erklären, dass er auch die Hadithe annehmen soll, warum er das annehmen soll, wo das steht. Wie heißt der? Alimor? Ja. Genau. Alimor. Warum glaubst du an den Koran? Weil das von Gott herabgesandt ist. Von Gott. Und wer hat dir diesen Koran gebracht bis heute? Wie meinst du, wer hat ihn mir gebracht? Wer hat dir die Ayat, die Verse? Von Allah? Von Gott, ja, aber wen hat Gott geschickt? Eine kleine Zwischenfrage. Eine Schwester fragt die ganze Zeit, ob Schweinefleisch bei den Christen halal ist. Und ein anderer hat dann geschrieben, so nein, ist haram bei denen, dies und das. Also ich habe das so gelernt, es gibt einige Leute, die lehnen es trotzdem ab, aber im Allgemeinen ist es nicht verboten. Okay, Bruder, lass mal den Gabalti, danke dir, aber lass mal den Gabalti jetzt zu Ende fragen. Sorry. Wie auch immer. Seine Frage ist an sich gut. Guck mal, Alimo, du glaubst doch an den Koran. Mhm. Wer hat dir den Koran gebracht? Wenn du mir jetzt sagst, dass es auch genauso überliefert worden ist wie die Hadithe. Nein. Die gleichen Leute, die Hadith überliefert haben, das sind nicht. Beweis es mir. Im Koran steht, ich habe eure Religion beendet, vollendet. Ja, und wer hat dir diesen Vers heute, von wo hast du diesen Vers? Wer hat dir den überliefert bis heute? Wer hat gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das und das in der Sure, das und das? Der Koran wurde vollendet. Das Buch war fertig. Das ist nicht mein Punkt. Wenn ich dich jetzt frage, wer kam jetzt mit Matthäus? Dann würdest du sagen, ja, dieser Typ, der heißt Matthäus, der hat das aufgeschrieben und der war angeblich Augenzeuge und Jesus hat das gesagt. So. Und jetzt, als der Prophet, der Koran wurde herabgesandt, Prophet hat das dann vorgelesen und die Sahabe haben das aufgeschrieben. Ne? Ja, die haben es auch. Genau, und danach die Generation danach haben das auch aufgeschrieben. Und Generation danach haben das auch aufgeschrieben, bis heute. Und genau die gleichen Leute, die mit dem Koran gekommen sind, sind auch die gleichen, die mit Sunna gekommen sind. Prophet? Du verstehst das nicht. Guck mal, es ist simpel. Wenn ich dir jetzt sage, der Prophet, Koran ist herabgesandt worden, der Prophet hat es mitbekommen, Jibril hat ihm das vorgelesen, er hat es seine Gefährten vorgelesen. Ja, bis jetzt ist alles okay. Seine Gefährten haben das aufgeschrieben, auf Blätter, auf Stein, wo auch immer. Ja. Und sie haben das auch die Generation danach auch erzählt und sie haben das auch aufgeschrieben. Und die danach genauso bis heute. Warte. Eine Frage, ganz kurze Frage jetzt. Und zu dem Thema habe ich eine Frage. Darf ich kurz? Mohammed konnte ja nicht schreiben und lesen, oder? Doch, Nein, konnte er nicht. Steht auch im Koran. Warte mal, Alimo sagt glaubst, ja und du sagst jetzt nein. Nicht. Ganz kurz können wir das klären. Alimo sagt nein, du sagst ja. Ja, wie jetzt? Ja, hat Alimo einen Beweis? Ich habe nämlich einen Beweis. Nee, ich möchte. Ummi heißt nicht, dass er nicht schreiben und lesen konnte. Sondern? Genau da fängt es ja an. Genau jetzt darf er nicht schreiben und lesen können, damit es zu deiner Hadithe passt, damit du genau mit diesen Schritten vorankommst. Aber erklär das doch dann bitte. Ich komme hier mit Beweisen. Du hast jetzt keinen Beweis. Was heißt Ummi? Erklär du das mir. Ich habe dir gesagt, Ummi bedeutet jemand, der nicht schreiben und lesen kann. Du sagst nein. Was soll es denn bitte schön sein? Was war denn sein Beruf? Der von den Propheten? Ja. Wie nennt man das nochmal? Züchter. Kaufmann. Heute sagt man zu dem Kaufmann, oder? Ja, Kaufmann. Züchter halt von... Einer, der auch kein Lesen und Schreiben kann, war Kaufmann. Willst du mir das sagen? Ein arabischer Züchter. Von Schafe. Christus? Ja, bestimmt. Kann sein. Was kann sein? Dass der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Ja, mein Argument wird auch von Christen bestätigt. Es gibt auch andere Nicht-Muslime, die das auch bestätigen, weil Quraysh, sein Volk, haben auch gewusst, dieser Mohammed kann nicht schreiben und nicht lesen. Okay, wir haben jemanden, der uns das noch besser erklären kann, weil wir lieben ihn. Auch wenn er uns beleidigt, mich auch beleidigt hat, und holen wir ihn gerne hoch. Alles klar.
Wer behauptet, dass der Prophet, oh nein. Dass der Prophet nicht lesen und schreiben konnte? Aber wer behauptet? Alimor, dein Herr, der dir Hamdu, der Hamdulillah, Hamdi ist jetzt da. Alimor, weißt du, was bedeutet Ummi? Harut, mach mal mich kurz runter wieder hoch, ich hol mich doppelt. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. Ummi heißt. Ich hab das so gelernt, dass Ummi heißt. Nein, nichts gelernt. Ich kann Arabisch. Ummi man la yaqra wa la yaktab. Ghayr muta'allim. Das ist Ummi. Genau. Kann ich schreiben, wieder lesen. Und da siehst du das arabische Sprache Ummi. Stimmt nicht. Was philosophierst du hier? Das stimmt nicht, Hamdi. Ja, aber beweis doch. Was stimmt beweis nicht? Doch, wenn ich dir sage, wenn ich sage auf Arabisch, Ummi bedeutet, er kann nicht schreiben, wieder lesen, sagst du mir, stimmt nicht. Was soll das jetzt? Hamdi. Was soll das für ein Zirkus hier jetzt? Hamdi. Läuft. Hamdi, nichts Hamdi, hier steht Ummi, la yaqra, la yaktib. Man la yaqra, la yaktib. Da, Ummi, man la yaqra, la yaktib. Ghayr muta'allim, hat nicht studiert. Was verbreitest du für Unwissenheit hier? Was hat Jibril gesagt zum Propheten, als er in der Höhle war? Ah, jetzt komm, belehre ich dir. Was bedeutet Iqra? Willst du lernen oder nicht? Nein, ich frage. Hör zu, bitte. Ja, hör zu, willst bitte. Du lernen oder nicht? Ummi bedeutet. Ah, Iqra, und Jibril hat gesagt, Iqra al-Qira'a au al-Lugha al-Arabiya. Bedeutet. Rezitiere nach mir. Lies. Und was hat willst Mohammed du lernen oder nicht? Sonst geh raus. Rezitiere nach mir. Nein, Hamdi, du kannst Arabisch. Iqra bedeutet, rezitiere nach mir. Lies. Bedeutet auswendig lernen. Rezitiere nach mir. Das bedeutet von Iqra und nicht Philosophie. Hier verbreitet keine Unwissenheit. Wer hat den Koran kontrolliert, wenn jeder geschrieben hat? Wer hat das? Ja, genau. Dann frag so ganz lieb, dann erklär ich dir. Also, Muhammad ist bekommen, dann Botschaft, hat geholt die Sahaba, sagte, schreib. Dann haben die geschrieben, schau, hör zu. Und danach sagt der Zitierer von mir. Dann lesen die, dann sagt richtig. Oder sagt, nein, da hast du da falsch gemacht. Korrigiere das. Sagst du ihm nochmal, zitiere noch. Dann zitiere noch, sagst du ihm, okay, Sa'd ibn Mu'adh oder egal, wer hat das geschrieben, sagt, okay, richtig so. Das hast du verstanden? Mach mir nicht wie die Ahmadiyya, bitte jetzt. Nicht Ahmadiyya. Wie kann das sein, wenn im Koran selber steht, ich, Mohammed, sagt selber, Alayhisselam sagt selber, ich folge nur dem, was mir offenbart wurde. Nur mir. Nur was offenbart wurde. Wie kommst du? Und? Sagst du jetzt, es gibt 20.000 andere Bücher. Wie viele Hadithe gibt es, haben die? Hör mal, offenbart mir und? Gibt es zwei Hadith? Er muss doch das können. Okay. Er muss doch du bist Qurani, oder? Du bist Qurani. Genau, Muslimin. Haben wir dann erklärt für Kuffar. Weißt du warum? Weil Allah sagt im Koran, Allah, ja, du bist Muslim, ja, sehe ich schon. Weil Allah sagt im Koran, ja, ich sehe schon. Allah sagt im Koran, Allah sagt im Koran, und rezitiere, was in euren Häusern gesagt wird. Das ist die Sunna. Prophet Muhammad und Sunna ist, wie Sunna, weiß ich vom Koran? Hamdi, Sunna, okay, sag's Sunna mir, wie, okay, Koran, sag's mir, wie tust du spenden? Wie ich will. Was weißt du, was sagst du hier? Mach Taube, steht, nein, wie nein, man nein, nein, nein. Spendet, wie du willst. Okay, kommt eine Hure und sie sagt zu dir, ich will Spende von dir. Darfst du sie geben oder nicht? Natürlich darf ich geben. Ich darf jedem geben. Darfst du jeder geben? Und sie sagt zu dir? Ja, sie sagt zu dir. Nein, warte. Okay, und diese Frau, hör mal. Und diese Frau, dass du sie gegeben hast, deine Geld, halal und haram. Was sagt der Koran? Sagt nichts. Sunna her musst du zurück, okay? Okay. Woher weißt noch du, dass mal. Wir fünfmal am Tag beten müssen? Ich sag auch immer, Alimor ist schon mehr Christ oder so Atheist oder Agnostiker, mehr als Muslim. Nein, lass ihn mal reden, Bruder. Es gibt nur einen Namen im Koran und das heißt Muslim. Und nicht Sunnite, Alevite, Schiite, Hamdiye, Mahdiye, gibt's nicht. Es gibt nur einen Namen. Im Koran wird Muslim bedeutet Folge Koran und Sunna. Rasulullah sagte, Hamdi. Okay,
Allah sagt, wenn ihr mich liebt, wenn Allah liebt, dann folgt mir. Und folgt mir. Und nicht folgt Ali Mor. Und nicht bitte verbreiten. Wenn ich den Koran folge, was auch der Prophet sagt. Folgst du ihm und dadurch weißt du, wie man auch mit seiner Frau redet, wie man seiner Nachbarn redet, wie man. Okay, gib mir eine Strafe für Vergewaltiger. Komm, hey. Für Koran was sagt nichts. Jemand bestraft. Ja, genau, da musst du zur Sunna gehen. Nein, ich zeig mir, wie man. Ich muss nicht zu Sunna gehen. Ich muss nicht zu Sunna gehen. Ich hab den gesagt, warum gab es. Bruder, geh raus, Hamdi, lieber. Mit unwissenden Leuten rede ich nicht. Hamdi, bitte. Sofort Jesus, heftig. Wer hat warum ihn geht er jetzt? Ja, weil, guck mal, das ergibt keinen Sinn. Das ist, wieder, das ist nur so ein Zeichen. Nein, ich will fragen, wie oft das Wort Sunna im Ding kommt, im Koran vorkommt und warum es nicht einmal heißt Sunna des Propheten. Warum heißt es immer Sunnatullah? Warum heißt es Sunna des Allahs und warum nicht Sunna des Propheten? Warum? Weil die 300 Jahre später kam, warum? Fertig. Und das will ich von Hamdi hören. Warum holen wir mal Onkel Dauer hoch. Holen wir mal Onkel Dauer hoch. Hol ihn hoch. Mir egal. Die lernen, die haben noch nie in ihrem Leben den Koran. Alimo. Vertraust du die Leute, die diese Hadith aufgeschrieben haben? Nein, warum denn? Ich weiß doch nicht mal, wer das ist. Weißt du, wie viele Feinde der Mohammed hat? Also ich weiß, wer das sind. Ich weiß, wer die sind. Wie kannst du diese Leute nicht vertrauen, die Hadithe geschrieben haben, aber du vertraust die Leute, die genau selben Leute, die mit dem Koran gekommen sind? Bruder, die dürften doch gar keine Hadithe schreiben, das hat doch der unser Prophet denen verboten. Der hat gesagt, warum haben die Hadithe geschrieben? Alimo, mit all Respekt, du kommst hier mit Aussagen, aber du hast null Beweise. Beweis mir aus dem Koran. Was brauche ich denn dafür? Was für Beweise, wenn doch der Prophet selber in eure Quellen steht, dass der Prophet gesagt hat, schreibt nichts von mir. Beweis. Gib Hadith. Du machst doch Sahih. Deine Quelle. Ich nenne gerade deine Quelle. Eure Quelle. Ganz kurz. Ja, aber gib doch von meiner Quelle, dass es so kurz, steht. Rikalov, kannst du dein Hamdi wieder reinholen kurz? Ich habe ein paar Geschenke für ihn. Kannst du ihn reinholen? Nee, also ich kann das jetzt nicht, glaube ich. Er soll mal kurz reinkommen, bitte. Kein Schreib Problem. Mal. Er hat gesagt, er möchte nicht mehr mit Unwissen. Ja, weil er hat dir eine Frage gestellt. Guck mal, ganz ehrlich, ich will auch nicht mit Leuten reden, die ohne Beweise kommen. Die sagen irgendwas von ohne Beweis. Mhm. Entweder du kommst mit Beweis oder mit all Respekt, schweig einfach. Kannst du mir mal bitte, Al-Ma'idah 101 lesen? Lies mal. Was steht da? Rabalti, guck mal, ich sage dir was. Wir haben mit Alimo schon natürlich öfters gesprochen. Er weiß, er kennt unsere Position auch. Es gibt mehrere Themen, die wir genannt haben, wie zum Beispiel die Beschneidung, das Schlachten von Tieren, Tragen von Kopftuch, Steinigung von Ehebrechern, Verbot von Musikinstrumenten und so weiter und so fort. Und das steht nirgendwo im Koran. Genau, betet Alimo, betest du fünfmal am Tag? Natürlich, das steht im Koran. Woher weiß der Prophet? Woher hat er es? Was steht das denn? Zeig mal bitte. Das hatten wir schon heute. Ja, und daran sehe ich, wie gut ihr den Koran kennt, wenn irgendwelche hier, die lieben Gelehrten, einen auf Gelehrten machen und nicht mal wissen, dass Alimo. Fünfmal das gibt. Nein, Alimo, ich bin kein Gelehrter. Ich frage nur nach Beweis, so wie jeder normale Mensch. Der würde nach Beweise fragen. Ich muss doch dir deine Religion nicht beibringen. Musst du nicht, aber du musst mit Beweise kommen. Egal, ob du Muslim bist, Jude, Atheist, du musst immer mit Beweise kommen. Mein Beweis ist immer der Koran. Dann wenn du wahrhaftig bist, bringst du einen Beweis. Genau. Wartet mal, wir haben jetzt einen weiteren Imam bei uns, Imam Abu Gharib. Möchte er hochkommen und uns erklären, ob im Koran steht, ob man dreimal oder fünfmal beten soll? Ich hab's Imam gesagt, Abu Gharib. Frag ihn mal, wie oft das vorkommt. Ich will dann wissen, was er sagt. Ja, wenn er möchte, kann er eine Einladung schicken. Beziehungsweise Onkel Dauer ist auf der Arbeit. Er ist ja auch Imam, glaube ich, oder in Ausbildung. Vielleicht kann er uns schreiben, ob im Koran steht, wie oft man beten soll. Dreimal, fünfmal, zweimal. Schau mal, Harut, hör mal was. Guck mal. Sure 45,6. Dies sind Gottes Offenbarungen, dass wir dir Wahrheit verlesen. An welchen Hadith nach Gott und seine Offenbarung glauben Sie? Fragezeichen. Nach welchem?
Soll ich etwa jemand anderen als Gesetzgeber suchen als Gott, wenn er doch euch dieses Buch vollständig, detailliert dargelegt hat? Was suche ich noch, wenn ich doch vollständiges... Alimo, was bedeutet Hadith? Wort. Nur ein Wort. Das Wort Hadith, was bedeutet das? Theorie und die... schau mal, Sunna heißt praktisch, okay? Alles, was im Koran steht und du das machst, das ist Sunna. Deshalb heißt es Sunnatullah. 16 Mal kommt das Wort Sunna im Buch von Allah. Und nicht einmal heißt es Sunna vom Propheten. Es heißt immer Sunnatullah, also die Sunna des Allahs. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Aber was bedeutet Hadith? Okay, jetzt weiß ich mal was. Ich will nicht vom Punkt zu Punkt springen. Du hast jetzt diesen Vers geholt. Warte mal. 54, Vers 6. Was bedeutet Hadith? Ist Allah ein Teil der Religion? Ist Allah ein Teil der Religion? Oder ist Allah komplette Religion? Ist das so? Was ist jetzt? Ist der Koran nur ein Teil der Religion? Gib mir eine Antwort. Ist Koran nur ein Teil der Religion? Wie? Erklär mal bitte. Wie meinst Teil du das? Der Religion ist der Koran nur ein Teil der Religion, weil wenn wir ja mehrere... Meinst du ohne Sunna? Ja, ist allgemein eine Religion. Ist diese Religion ein Teil, also dieses Buch, Koran, nur ein Teil der Religion? Wenn du das so, also wenn du so eine Antwort haben willst, dann ja. Ist nur ein Teil. Also ist Allah nur ein Teil der Religion. Stimmt's? Was hat Allah dann nicht vollendet können, haben die Menschen das vollendet. Wenn Allah irgendwann vor dir steht und sagt, wieso hast du noch andere Menschen, musst du ihm dann antworten, du hast dein Buch nicht vollständig herabgesandt. Wir Menschen haben es noch vollendet. Willst du ihm das wirklich sagen? Nein. Aber du machst doch diesen Fehler. Du sagst doch gerade, Allah, das Buch Koran reicht mir nicht aus. Es reicht. Habe ich nicht gesagt. Du tust wieder wie die davor, Adlerblick oder so. Du tust mir wieder Wörter in den Mund. Ich frage dich doch selber. Ist der Koran vollständig oder nicht? Ja, ist vollständig. Fertig. Ende der Diskussion, oder? Nee, aber ich hab dir doch, und Hamdi hat dir auch Verse gezeigt, da steht drin. Leute, bringt mal bitte, wenn ihr könnt, Abu Gharib oder Uncle Dauer, bitte sagt mal, wie der Hamdi soll vorbeikommen. Weil der soll das einfach mal kurz zeigen. Okay? Nee, das könnte ihn jeder zeigen. Du sollst doch dem Propheten folgen. Guck mal, aber er hat uns gerade, Alimo, du hast uns eine Ayat gezeigt und dann sind wir in den Tafsir reingegangen und da stand, wie oft soll man beten? 5-mal, richtig? Ja. Habe ich welche, dir alle 5 gezeigt, glaube ich. Welche war das? Die eine, die wir als erstes geschaut haben. Mit dem Tafsir. Jetzt kommt er noch mit Tafsir. Tafsir ist doch genau so wie. Die Leute, die mit Tafsir gekommen sind, sind doch auch die Leute, die mit Hadith gekommen sind. Bruder, ich will dich was fragen. Hat der Prophet uns weitere Lehren gegeben, noch außer dem Koran? Koran und Sunna. Also ja, weitere Alimo, Lehren Alimo, gegeben. Alimo, akzeptierst du Tafsir oder was? Nein, ich frage ihn jetzt, ob es noch weitere Lehren von unserem Prophet gegeben hat. Außerhalb. Inwiefern? Guck mal, der Prophet hat nicht gesagt, hier, Sahih Bukhari. Das ist ein Buch, das sind Hadithe zusammengefasst. Aber außerhalb vom Koran, also der Koran ist fertig und jetzt hat unser Prophet noch weitere Lehren gegeben. Stimmt das? Natürlich. Okay. In seinem Alltag. So, der hat weitere Lehren gegeben. Harut, könntest du bitte Koran hier vorne aufmachen, auf Deutsch, und die Sure 69, 43 bis 47 lesen, bitte. Dass er das sieht. Bitte. Sure 69? Ja, 43 bis 47 lesen. Das ist ein kleiner Abschnitt. Sure 69. 43. Und dann lies mal bitte 3-4 Verse runter. Kleinen Moment. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht sowas diskutieren. Ich mach dich mal Ich mach dich zur Sicherheit mal groß, dann kannst du das öffnen. Mein Gerät ist. Alles klar.
mache ich das auch hier direkt. Mein Gerät ist irgendwie zu heiß, nicht, dass ich gleich nicht mehr da bin. Ich muss nur ganz kurz was machen. Jehennem ist heißer. Kehre zurück, Harut, kehre zurück. Jehennem ist heißer. Fürchte Allah, fürchte Allah. Und den jüngsten Tag. Yawm al-Qiyamah. Deutsche Übersetzung hier. Ach. 69. Hast du? 43. 43, ne? Ja. Machen wir okay. Schade, ich glaube, Harunds Handy ist ausgegangen. Ich kann das aber gerne dann vorlesen. Aber du kannst das auf Deutsch bitte machen, dann sieht man es. Ja. Und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, ja. Dann weiter. Ja. Hier. Hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst. Halt, du hast da was dazwischen vergessen. Hätte er weitere Lehren verbreitet, hätten wir ihn an der Rechten gepackt und. Nee, das ist halt mal wieder so eine Übersetzung. Nee, das ist auch mal wieder so Übersetzung. Das wurde halt. Warte, das ist doch. Nee, guck mal, guck doch, was bei mir steht. Aber ich bin leider klein, das könnte man da schlecht lesen. Hier. Guck mal. Und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte. Aha. Weiter. Hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst. Hätte er weitere Lehren ausgedacht, ne? Wieso übersetzt man eigentlich das Wort, wenn es um Hadithe geht, nicht? Aber wenn es im Koran Hadith steht, übersetzt man das. Im Koran steht, ich weiß nicht wie oft, nach welchem Hadith, nach dem Koran wollen Sie noch glauben? Wieso? Wieso? Habe ich dich doch gefragt, dann habe ich dich doch gefragt, was bedeutet Hadith? Hadith ist das Wort. Nee, Hadith. Theorie. Hadith sind ich Theorie. Ja, Hadith, Theorie. Was ist das? Hadith ist Theorie. Ja, die Schrift. Das ist die Übersetzung von Hadith. Das Wort. Hadith ist das Wort. Und Sunna ist das Praktische. Aber vom Koran nicht vermischen. Nicht Sunna Propheten, Sunna Allah. Das steht immer im Koran, Sunnatullah, und nie Sunna des Propheten Mohammed. Es steht, warum steht nicht ein einziges Mal da drin Sunna des Propheten? Nicht einmal. Jetzt kommst du mit mir mit einem Vers, wo da steht Weisheit. Ich habe euch den Koran und guck mal. Wenn wir in der Anbiya Sura sehen, dann wissen wir, was Hadith, das heißt. Hadith bedeutet, wird auch übersetzt als Erklärung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sprüche des Propheten. Wa alaikum salam. Sprüche des Propheten. Sprüche des Propheten. Wa alaikum salam. Ali Mor. Ja. Bist du Muslim? Alhamdulillah, ja. Und du bist gegen die Sunna, oder wie? Ja. Nein. Nicht also gegen bist die du kein Sunna. Muslim? Warte. Nicht gegen Sunna des Allahs, sondern gegen die Hadithe. Was? Weißt du eigentlich, was die Sunna ist? Hat mir gerade dein Bruder, sunnitischer Bruder, gezeigt. Nein, aber du als, was bist du, Schia? Nein, ich bin ein Muslim, genau diese keine Gruppierung. Ich mag keine Gruppierung, Allah verbietet mir Gruppierung. Glaubst du an Bukhari und Muslim, glaubst du, was da drin steht? Nein, absolut nicht. Dann bist du kein Muslim, die Diskussion ist vorbei. Gut, das bestimmt immer noch Allah, nicht du. Du bist nur ein Mensch. Schau mal, du bist unwissend. Schau mal, ich erkläre dir jetzt eine Sache. Allah Azawajal sagt im Koran al-Karim, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht von sich selbst spricht. Das heißt, egal was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in Bezug auf die Religion, ist die Offenbarung von Allah Azawajal. Der Koran ist eine der Koran al-Karim ist eine Offenbarung von Allah Azawajal. Genauso auch die Sunna. Wo steht Sunna? Moment, hör doch zu. Ich bringe dir gleich Verse und ich lese dir ein paar Verse vor. Die Sunna ist genauso eine Offenbarung von Allah Azza wa Jal. Die zweite Offenbarung von Allah Azza wa Jal. Hör doch zu. Weißt du warum? Wenn es die Sunna nicht gäbe, wüsstest du nicht, wie man betet.
wenn es nicht die Sunna gäbe, wüsstest du nicht, dass du mit der rechten Hand essen sollst. Wer behauptet, wenn dass es linke Hand wenn ist? Wenn es, dann finde mir im Koran al-Karim, gib mir einen Vers vom Koran al-Karim, wo steht, dass man mit rechts essen soll. Ich esse mit rechts oder links, ist doch egal. Wen interessiert das? Ist es nicht, ist es nicht. Ja, siehst du, du folgst nicht der Sunna. Das ist das Problem. Ihr tut in die Religion rein. Nein, das stimmt nicht. Das ist so, wenn im Koran... Nein, das stimmt nicht. Was steht in Al-Ma'idah 101? Was steht da? Schau mal. Eine Frage. Lies mir bitte Al-Ma'idah 101. Ich hab... Bitte. Auf Deutsch. Hör mir zu. Warte. Moment. Beruhig dich ein bisschen. Wie kannst du sagen, dass die Sunna eine zweite Religion ist, wenn sie Hand in Hand mit dem Koran al-Karim geht? Und wenn es ist das Frage, Gegenteil von Koran. Bring mir den Beweis. Moment, du redest die ganze Zeit. Lass mal ausreden. Bring mir einen einzigen Hadith aus Bukhari und Muslim, der gegen den Koran geht. Vater, bitte. Einen authentischen Hadith aus Bukhari und Muslim, der gegen den Koran geht, bitte. Einen willst du, ne? Suche bis Yawm al-Qiyamah. Nein. Und das Witzige ist, er glaubt an Tafsir, aber er glaubt nicht an Sunnah. Warte. Er will einen. Ich bring dir gleich ein ganzes Buch, was gegen den Koran ist. Ich habe dich gefragt und ich habe dich aufgefordert. Ein Hadith aus Bukhari. Nimm die Herausforderung an. Ich sag dir, sei mal ruhig. Ich habe dir die Herausforderung gegeben. Rede mit Respekt, sonst komme ich mit den Hadith mit den Titten. Okay? Soll ich das vorlesen, dass Aisha ihre Titten von jungen Männern saugen gelassen hat? Sollen wir darüber reden? Rede mit Alimo mit Respekt, sonst komme ich jetzt mit den Brüsten von Aisha. Okay? Rede mit Alimo mit Respekt. Rede mit ihm mit Respekt. Hat dir das jetzt beigebracht? Bringt euch das die Bibel bei? Hör mal zu, rede mit Alimo mit Respekt, sonst mische ich mich ein. Rede mit Alimo mit Respekt. Er ist älter als du. Rede mit Respekt mit ihm. Ich wollte ihn nur darauf weismachen, dass er sagt, er macht Rukia, Jani, er holt Jins aus Leute raus, aber er redet selber wie ein letzter Shayatin, ja? Guck mal, Alimo redet hier mit Respekt, Alimo redet hier mit Anstand, Alimo hat kein Problem mit uns gehabt. Wir haben stundenlang ganz normal geredet. Abu Ghareeb, rede mit Respekt, sonst komme ich auch mit ein ganz anderer Achlag mit dir. Rede mit Respekt mit ihm. Er ist älter als du, rede mit Respekt. Rede mit Respekt, Abu Ghareeb. Lass ihn über die Bibel reden. Bist du fertig? Rede mit Alimo mit Respekt. Bist du fertig? Nächstes sei still. Lern erstmal Deutsch. Mach erstmal einen Deutschkurs, bevor du mit rede erstmal Deutsch, red mit Alimo mit Respekt, sehr ruhig jetzt, Yalla, rede jetzt. Oder reden wir ein bisschen über die Bibel, wir können auch ein bisschen über die Bibel reden, wenn du möchtest. Nein, Abu Ghareeb, bist du fertig? Sunan Ibn Majah 1943, lies das vor. Sollen wir den Stammbaum von Jesus anschauen? Rede mit Alimo, sonst lese ich dir gleich ein paar Sachen und du haust dann ab. Rede mit Alimo jetzt. Gedab. Abu Ghareeb, bitte, einfach ignorieren. Ja, Munafiq. Unglaublich sind die. Das ist ein richtiger Munafiq, deswegen er hat Angst vor seiner Religion, wenn ich jetzt ein paar Sachen vorlese. Nein, ich will. Ich mache das nur für Alimo. Nur für Alimo machte ich sag nichts. Nur für Alimo, okay? Okay. Ich bin jetzt auch wieder ruhig. Alimo, wir sind jetzt alle still. Er hat gesagt, dass ich einen Hadith bringen soll, was gegen aus Bukhari und Muslim.
auch Bukhari oder Muslim oder Tirmidhi, egal was, ganzes Buch, was du über Jesus alles, wo behauptet, dass Jesus zurückkommen wird, ist gegen den Koran. Alle deine Hadithe, was sprechen, dass dann und dann und dann die Welt, die letzte Stunde ist, ist gelogen, ist gegen den Koran. Wenn du den Koran kennst, aber bitte ohne